Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zum Türchen Nummer 2. Wir haben hier heute eine Form, die ich nicht zuordnen kann. Das letzte Video ging ja schon wirklich extrem los. Aber hier haben wir jetzt ein super süßes Turtok. Schaut euch das mal an. Allgemein möchte ich doch bitte mal anmerken, wie süß sind bitte diese Türchen verpackt. Überall sind Pokémon-Aufkleber drauf. Und das ist einfach so liebevoll gemacht. Und ich bin wirklich... Ich kann gar nichts zu diesem Projekt sagen, außer dass das unglaublich insane ist, was hier auf die Beine gestellt worden ist. Und ich bin gespannt. Wir wollen gar nicht lange fackeln, wir wollen gar nicht lange schnacken. Ihr wollt sehen, was drin ist, ich will sehen, was drin ist. Rein da! Wir sehen schon. Es ist eine Box. Es ist eine Box. Oh. Habt ihr es auch schon gesehen? Nein, habt ihr nicht. Kleiner Spoiler. Oh mein Gott, Leute. Ich muss aufhören damit. Ich muss aufhören mit diesen... Ach so, da sind doch noch Einzelbooster drauf. Oh mein Gott. Wir haben eine Hooper V-Box. Die gab es hier auf diesem Kanal noch nicht. Das ist wirklich das Schöne an diesem Projekt. Wir werden so viele Sachen öffnen, die ich einfach nicht geöffnet habe, von denen ihr noch keine Videos bei mir auf diesem Kanal gesehen habt. Und das ist doch wirklich schön. Wir haben Grauen der Lichtfinsternis aus Sonne und Mond. Ultra Prisma, nochmal Grauen der Lichtfinsternis, Nacht in Flammen und nochmal Ultra Prisma. Oh, Glurak Rainbow, immer noch nicht gezogen. Und Gold Lucario, genauso wie Gold Lunala, noch nicht gezogen. Das nehmen wir. Da gehen wir auf jeden Fall rein. Ich würde sagen, wir starten auch direkt mit den Sonne- und Mondboostern. Das war eine Zeit, oder? Jetzt ist Schwert und Schild vorbei und... Jetzt haben wir hier erstmal Sonne und Mond, was uns viele, viele Jahre, ich glaube zwei, ich glaube so ein Set, so ein Hauptset geht immer so zwei Jahre, begleitet hat. Und, oh mein Gott, diese Nostalgie, oh, dieses weinende Tragosso, wer erinnert sich an dieses Artwork? Schneebedeck, Skoppel, Phoenixes in Reverse und... Das geht ja gut los. Mein Lieblings-Pokémon, hey, Tanatora. Das war nix. Wobei, der ein oder andere von euch wird jetzt sagen, hä, voll gut, voll der Hit. Wie macht man diese Dinger eigentlich am besten auf? Das wird also so auf jeden Fall nicht. Hä? Na gut, nehmen wir so. Ist okay. Machen wir es einfach so. Quajutsu auf dem Artwork. Whoppa. Und da haben wir ein süßes Froxy. Magnetilo. Okay. Okay. Ja, ist okay. Ist okay. Ich hab's verstanden. Ich habe es verstanden, ja. Flaweewee. Glibunkel. Und ein Viscogon in Holo. Let's go. Erster Hit. Und gönnt euch doch mal einen Code. Nacht in Flammen. Vielleicht ein schönes Glurak. Das wäre jetzt wirklich noch echt ein Highlight. Also ich habe es nicht gezogen. Ich weiß, der ein oder andere hat es gezogen. Ich kenne sogar auch welche, die das sogar mehrmals gezogen haben. Die ziehen Glurak einfach magisch an. Ich hatte bisher nicht das Vergnügen. Aber hey, vielleicht ja jetzt. Rihorn, Riolu, dieses Centering, Ouchen, Zapladin, Pia Reverse und Aranestro. Das ist kein Glurak. Du bist kein Glurak. Ultra Prisma. Wunderschönes Set. Diese Goldkarten, ich glaube, das waren doch die ersten... richtig krassen Goldkarten, die man ziehen konnte, oder? Ab da war es um uns alle geschehen. Ab da war vorbei und ich sehe hier schon ein wunderschönes Vulpix. Drei Vulpix auf einen Schlag. Ist drollig. Guckt es euch an, wie happy das ist. Dickter, Shinux, Yanma, Bronzel, Lucario in Reverse und oh, wir haben etwas! Die Jäger EX. Das ist doch ein ganz feini. Schön. Alte GX-Karten. GX-Karten? Oder V-Karten. Was sind eure Favoriten? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Na, immerhin war das doch schon mal nicht so schlecht. Guter Auftakt. Vielleicht hat das zweite Ultra Prisma auch noch was Schönes parat. Da gehen wir rein. Gucken wir uns an. Das fängt schon gut an hier. Evoli. Super süß. Molunk. Shellast. Riolu. Glibunkel. Kokwai. Und ein Toxikwai. Ja, nee. Aber wir haben ja noch ein paar Booster da, meine Lieben. Das soll noch nicht vorbei sein. Ich öffne die Box mal ganz schnell im Schnelldurchlauf. Und dann gehen wir auf den Inhalt ein.
Als erstes dürft ihr euch einen Hooper-Code für die Kollektion gönnen. Holt euch die Promokarten und ein paar Booster, meine Lieben. Dann haben wir hier die Promokarten. Hooper V XXL und die normale Hooper-Promo. Ich weiß nicht, Hooper ist schon ein ganz geiles Pokémon, oder? Ich muss sagen, mein Favorite ist es nicht so sehr. Aber doch, irgendwie hat es was. Irgendwie hat er was. Und wir haben noch vier wunderschöne Booster. Fusionsangriff, Drachenwandel, Last Pack Magic, Fusionsangriff again und Schwert und Schild Base. Goldkarte incoming, Gold Zacian fehlt mir noch. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück. Hier machen wir nochmal ein bisschen Pack-Trick, damit wir noch ein bisschen was von diesem Türchen haben. Aber morgen ist schon ein weiterer Tag und somit auch ein weiteres Türchen, was wir öffnen können. Oh, süßes Wolli, Watzap, Mullunk, Kloptopus, Memeon Reverse und ein Oogle. Das war nix. Fusionsangriff. Mew? Mew fehlt noch. Das würde ich ganz gerne nehmen. Sowohl die Full Art als auch die Alternative. Nehme ich beides. Sag ich nicht nein. Entdeckung der Abenteuerin. Schülerin. Luxio. Mankey. Scampisto. Fukano. Willosi. Symbolara. Symbolara again in Reverse. Und ein Koriogel Tango. Das war nix. Aber hey, er muss ja auch erstmal Bescheid geben, damit das Pack weiß. Oh, die sollen da einen Hit reinpacken. Okay, machen wir dann mal. Also, jetzt hier. Pflanzenenergie. Der Skatepark. Motineva, mein liebstes Käfer-Pokémon übrigens. Vulnona, Rossana, Mantax, Mabula, Rotom, Farbige, Thermopod in Reverse und... okay. Aber das hier ist doch auch das Booster, wo wir die Hits drin sehen wollen. Ich hoffe wirklich sehr, dass diese Box uns irgendwie einen Hit gibt, weil bisher haben wir gar nichts drin gehabt. Na gut. Drachenwandel. Last Pack Magic. Komm schon. Last Pack Magic. Vier nach vorne. Zur Feier des Tages haben wir eine Stahlenergie. Okay. Oh Gott, das Sandry mich das schon sehr. Eine Wasserenergie. Der Spielzeugfänger. Mondsonnenorden. Castellit. Wablu. Anton. Kiesling. Traumato. Flabébé. Zygarde in Reverse. Und haben wir einen Hit in meinem absoluten Lieblingsset. Sprechen wir nicht drüber, okay. Somit beenden wir dieses Türchen mit einer Dialga GXJX und einem Viscogon. Schade, hätte mir ein bisschen mehr erhofft aus der Box. Die hat leider so gar nicht gegönnt. Aber das soll uns nicht entmutigen. Wir sehen uns morgen wieder zu Türchen Nummer 3. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Lasst dem Projekt doch gerne ein Like da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, gerne auch ein kostenloses Abo. Und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Da war die Stimme kurz weg. Ciao.